Ja, dann eröffnen wir die Gruppen. Die erste ist mit der Stadtnummer 48, die Lichtenecker Franziska aus der Grillgasse in Gulsern. Ist schon gestartet, von oben in schwierigen technischen Teil gemeistert und ist jetzt in der Gleiterstrecke herunter. Applaus ist gefragt. Bravo! In der Gruppe. 1975 ist die Zeit für die Franziska aus der Grillgasse. Jetzt haben wir die Schwarzmeier Amelie aus Steg. Das ist Freit Nachbarin, die hat natürlich einen eklatanten Heimvorteil. Schauen wir oben aus noch. Und natürlich eine gute Linie, wo ich mein Schwänze zu Hause auf den Fall. Das haben wir ja daheim. Das ist ja wüst. Weißt du gar nicht mehr an. Ja, bravo, Amelie. 22.03 ist die inoffizielle Zeit für die Schwarzmeier Amelie. Startnummer 50, die Wügerbauer Clara aus Rehkogel. Rehkogel sind natürlich am Berg daheim, die können die Skifahren super. Ja, hauen Sie von weg ins Ziel. Und die Startnummer 50 ist im Ziel mit der Zeit von 23.40. Jetzt haben wir die Startnummer 51, die Kral Anna aus St. Agatha. Starten wir schon wieder um im rosa-roten Rennanzug. Naja, der Kämpfer, die sind schon ein bisschen älter, die ganz geklommen. Die fahren schon wesentlich schneidiger runter. Na, 52. Die Struger Paula aus Ramsau 27 ist die nächste Starterin. Und die fahren alles in der Hoppe durch. Ah ja, die zieht das Fuß durch. Nee, da ist kein Paar nicht, wenn ich Bach bin. Ja, bravo! Die Zeilen Elena aus Steg. Ja, die hat Stecken reingelegt. Es ist im schwierigen Ballkampf zum Sprung, aber die sind halt technisch schon so ausgefeilt, wie die Vorstiegel da überhaupt nichts passieren kann. Und noch cool, wenn es durchs Ziel ausspuckt. Als nächstes haben wir die Helddecker 4. Im Papa in Hannes habe ich schon gesehen, der Opa vom Golfclub Benischl. Schauen wir mal, das wird glaube ich jetzt eine Materialschlacht, weil da wird sicher ein sehr gutes Materialspiel sein. Da soll man dann überhaupt einmal schauen, ob da schon alle Regeln eingehalten worden sind. Mit der Platten hier so eine super Fahrt, ja, bravo. Ja, und auch ein schönes. Nächstes haben wir die Kirchschlager Laura aus Oppensee 13. Startnummer 55. Kommen wir in einer tiefen Hocke da einer. Bei uns wird da, ich weiß nicht, wie eine Strecke da ist, da kann man ein paar Kugeln, ja, aufpassen. Aber eine super Stil, ja, eine super Läuferin, bravo. Lichterdecke Leonie ist die nächste, Startnummer 56 aus Erdl. Auf der Sonnenseite wieder von Gulsern. Wie gesagt, da spielt natürlich schon der Unterschied zwischen Held und Doppel eine gewisse Rolle. Da sicher die Schadzeit ein bisschen der Vorteil darüber. Als nächstes die Kreuz Zara aus Starnbach 3. Da fällt sich im Starthaus, gibt kräftig Gas schon um, nimmt das erste Tor ganz eng. Da ist es schwierig, die alle zu finden, weil einfach zu viele Schläge drinnen sind schon in deinem Teil der Strecke. Jawohl! Jetzt haben wir die Braninger Tabea aus Lasers 51. Wir starten um 58. Auch eine super Läuferin. Einfach schon. Ein regelmäßiges Training, glaube ich, können wir da schon an den Bord gehen. Ja, servus. Jawohl. Ja, selbstverständlich. Da bin ich nie gekommen. Da bin ich ein bisschen aber es geht super, eine super Fahrt da. Ja, ich bin schon geistig, wie gut sich da die Kette schlagen da, aber die Strecke ist wirklich nicht so einfach. 1800, Michi, gib Gas! Ja, genau.
Die haben wir zwei Mal motivieren müssen, dass sie mitfahren. Ja, die stecken ganz drinnen. Jawohl, Vicky. Jawohl, na super, fahrt die Tür. Bravo. Jawohl, ich habe mich gerade verbreiten kann. 17,70 ihre Laufzeit. Als nächstes die Reiterin Melanie. Wir starten 69 aus Bosenach. Ja, jawohl, ich komme auch super daher. Aber ich glaube, ihr ein bisschen die Schrecken verloren hat. Da haben wir aber ein wenig Problem, da haben wir die Schrecken versammelt. Was? Da sind die Torrichter. Da ist jetzt die Jury ein bisschen gefordert. Aber vielleicht, die hat ein bisschen noch mitgemacht. Ja, bravo. Alles funktioniert. Mit 5 Strafsekunden müssen wir es leider bestrafen, weil es war schon übersehen. Als nächster, Startnummer 62. Wir haben wieder einen Bergknoten mit Malis. Aus St. Agathe 73. Jawohl. Und jetzt ist es 50. Warte mal, Lies. Hammer. Was sind wir noch? 1981. Was geht denn die Kinder, wenn die Öten? Reisenauer Stefanie. So machen wir das. Aus der Tomberstraße, Bad Ischl, ein Gast aus Bad Ischl, Freiland. Was ist der Zustand hier im Tor? Jetzt folgt Startnummer 63 nicht am Start. Nein, Startnummer 63 nicht am Start, habe ich auch gehört. Startnummer 64, Beiräder Alisa. Sie ist die letzte Starterin in dieser Altersklasse der weiblichen Jugend zwischen 7 und 8 Jahren. Aber Steg 35. So gern, dass es vorher so ist. Jawohl. Abschluss. So, damit haben wir die Mädchen durch. So, das war das. Der Gründer wird sagen, was ist denn? Das war das, was man vorher...